Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ja, wir sind ein Sprecherteam und so verstehen wir uns auch, dass wir miteinander interdisziplinär arbeiten. Das ist ja heutzutage mehr denn je erforderlich. Ich denke, es geht gar nicht mehr ohne. Und von daher versuchen wir uns aus verschiedenen Disziplinen, von verschiedenen Bereichen her zu befruchten. Also Politikwissenschaftler ist ebenso bei wie eine Pädagogin und so weiter. Und ich genieße und lerne sehr viel, auch hier gerade von der informatischen bzw. sozioinformatischen Perspektive. Ja, ich hatte gedacht, ich hätte mehr Zeit, aber wir gucken. Ja. Also ich merke ja auch schon, wenn Sie dann so müde werden, dass Sie mir kaum noch in die Augen schauen können, dann rede ich ein bisschen schneller. Ansonsten lasse ich einfach das eine oder andere aus. Sie werden merken, dass ich jetzt einen anderen Weg gehe und ich habe den Eindruck, ich habe mir schon ein Problem eingehandelt, allein durch den Titel, weil ich hätte ja auch einfach sagen können, von Leben mit KI-Systemen, was mache ich? Ich spreche auch noch vom guten Leben mit KI-Systemen. Und dann habe ich auch nicht einfach gesagt, der Mensch im Zuge der Digitalisierung, sondern ich spreche auch noch von der digitalen Transformation. Naja, was für ein Problem habe ich vor Augen? Wir haben es alle, auf der einen Seite wurde es implizit in den Vorträgen schon gesagt, auf der anderen Seite habe ich das bei den Rückmeldungen herausgehört. Wir haben im Grunde das Problem, oder ich habe das Problem, wenn ich jetzt hierzu reden möchte, dass ich eigentlich gar keine vermeintlich strengen Tatsachen anführen kann, wenn ich vom guten Leben reden möchte. Ich kann im Grunde oder möchte eigentlich auch gar keine empirischen Untersuchungen vorstellen, das wollte ich heute auch nicht. Ich wollte mich aber auch nicht auf DIEM-Normen festlegen oder andere nach mathematischer Art quasi auch oder im mathematischen Kontext auf exakte Maßeinheiten festlegen. Naja, warum ist das ein Problem? Naja, Sie wissen das, ja, es zeigt sich dadurch für uns, auf welchem Boden wir uns bewegen, man könnte auch sagen, auf welchem Boden wir uns bewegen müssen, wenn wir über das Thema, was ja vor allen Dingen ein ethisch-moralisches Thema auch repräsentiert, auch nachhaltiger und letztlich aus meiner Sicht auch tiefer nachdenken wollen. Wir befinden uns da nicht, so könnte man das vielleicht auch nennen, in so einer Logik technischer Optimierung von Funktionalitäten, sondern auf dem Boden, wie kann man so nennen, das ist vielleicht ein Boden einer konkreten Lebenswelt, der stets Werte, Normen, Regeln und so weiter auch immanent sind. Und um den Boden jetzt zu erkunden, man könnte auch sagen, zu durchpflügen, wie auch immer, und um im Grunde darin neue digitale Technologien in einer guten Weise zu verwurzeln, das ist im Grunde schwieriger als mit den Mitteln von einem instrumentell-technischen Wissen, so eine Art Fertighaus-KI drauf erbauen zu wollen. Wenn man das jetzt so eine Implementierung oder man, ich muss es falsch gesagt, wenn man eine gelingende Integration neuer digitaler Technologien auch ethisch angemessen begleiten möchte, dann ist im Grunde eine Ethik erforderlich, die dies auch leisten kann. Und ich habe das Problem gehabt, ich habe dann eine Vielzahl, gerade auch die neueren Ethiken mir angeschaut, dann die Roboterethik, die Maschinenethik, dann diese Ethik, dann jene Ethik und noch eine Ethik. Und irgendwann habe ich gedacht, wie passt denn das zusammen? Der eine arbeitet darüber, ob das System ein Akteur ist, ein moralischer. Der nächste, zu Recht wird gefragt, ja, aber KI-Systeme sind doch selbst schon ethisch problematisch. Der nächste fragt dieses, jenes und dann irgendwann dachte ich, nee, jetzt reicht's mir. Und habe jetzt versucht, eine Technikethik zu entwickeln, die ich explizit Technoethik nenne, für neue digitale Systeme. Und mit dem englischen Titel Technoethics for Emerging Digital Systems, kurz genannt TEDS, warum mache ich das nicht manieristisch? Sondern ich habe es gemacht, weil wenn Sie versuchen, Technik, Ethik ins Englische zu übersetzen, Technoethics, und ich wollte deutlich machen, ich habe ein anderes Konzept, habe ich halt jetzt, nenne ich es immer TEDS. Ja, das ist der Witz dabei. Um was geht's? Im Grunde geht es darum, da wurde ich eben bei der Vorstellung wurde darauf hingewiesen, es geht darum, im Grunde auf die Chancen, aber auch die Risiken von KI-Systemen, von der Planung bis zur Entwicklung bis hin zur Anwendung, dass die jeweils in quasi ethisch begleitet werden, um dann eben neue digitale Technologien in gelingender Weise auch in den Dienst des Menschen stellen zu wollen oder zu können.
Es ist beides. Wie gehen wir vor? Ich versuche kurz zu sagen, was überhaupt unter einer digitalen Transformation zu verstehen ist. Wir wenden uns dem guten Leben und dem Menschen zu. Wie gesagt, das ist ja nicht unproblematisch. Dann geht es um das gute Leben mit KI-Systemen. Und da versuche ich diese Technoethik, das mache ich auch der Nina zuliebe, weil wir im Diskurs darüber stehen, und sie ist ja die Preisträgerin, also eine Referenz an sie. Dann versuche ich die Konturen einer Technoethik Ihnen vorzustellen und am Schluss möchte ich gerne auf die technoethische Erzählung zu sprechen kommen. Was ist unter einer digitalen Transformation zu verstehen? Sie wissen, und wir in Europa ist es nochmal etwas anderes als in Amerika, China, Japan und so weiter, aber man kann im Grunde ja sagen, dass die Digitalisierung ein Prozess ist, der weltweit alle Lebensbereiche, kann man sagen, durchdringt. Und der führt jetzt zu grundlegenden Veränderungen, beispielsweise wie wir miteinander kommunizieren, wie wir arbeiten, wie wir miteinander umgehen, wie wir leben. Und im Grunde ist es für uns aus meiner Sicht wichtig, und daran arbeiten wir ja alle aus verschiedenen Perspektiven, dass wir im ersten Schritt diese Veränderung auch überhaupt wahrnehmen, dass wir sie bemerken, um sie dann auch möglichst gut gestalten zu können. Aber wir müssen das auch tun wollen. Es genügt ja nicht, dass wir sie nur gestalten können, sondern dass wir es auch uns explizit dazu verhalten, dass wir das tun wollen und werden. Wenn ich jetzt frage mit Ihnen, was uns unter einer digitalen Transformation zu verstehen, haben wir zwei Lesarten. Wir haben im Grunde, auf der einen Seite können wir sagen, naja, eine digitale Transformation ist im Grunde so die schrittweisen Übergang der unterschiedlichen Medien, die es gibt, also von der mündlichen Rede hin zu einer schriftlichen, zu einer Schriftlichkeit, dann kam die analoge Technik, dann kam die digitale Technik und die Digitalisierung. Das heißt im Grunde sukzessive kommen neue technische Möglichkeiten hinzu, die in die Lebenswelt integriert werden. Dann könnten wir aber auch die digitale Transformation in einer anderen Weise verstehen, nämlich wo wir sagen, der Anfang ist hier analog, also ist genauso, mündliche Rede, Schriftlichkeit und so weiter, aber dann kommt im Grunde es zu einer digitalen Transformation und das würde jetzt bedeuten, dass hier jetzt Umbrüche geschehen, Disruption, völlige Neugestaltungen, neue Berufe entstehen, neue Tätigkeitsfelder entstehen, das Selbstverständnis, meins ändert sich dann, das Selbstverhältnis ändert sich, und zwar des Einzelnen, aber auch der Gemeinschaft und so weiter. Was ich gerne mache, eigentlich vertrete ich eine vermittelnde Position, aber was ich gerne mache, ist im Grunde zu sagen, wenn man methodisch schaut, heuristisch schaut, wenn man also eher auffinden will, was wir vermeiden können oder auch sollten. Also der Hans Jonas hat mal wunderschön gesagt, im Prinzip Verantwortung, dass wir der Unheilsprophezeiung mehr Gehör schenken als der Prophezeiung, wenn wir das ernst nehmen, dann wäre es aus methodischen Gründen hier und da sinnvoll, von der digitalen Transformation im engeren Sinne zu sprechen. Da geschieht wirklich was völlig Neues. Und dann aber letztlich für eine Ethik der kleinen Schritte, Herr Schmidt hat sich gefreut, der war für eine Politik der kleinen Schritte, einzutreten, um dann nach und nach diesen Integrationsprozess in der guten Weise zu vollziehen. Damit komme ich zum nächsten Punkt, das gute Leben und der Mensch. Naja, wie lässt sich ein gutes Leben bestimmen? Wir könnten auch noch fragen, wie lässt sich ein gutes Leben ergreifen? Und dann auch noch mit KI-Systemen, da komme ich, wie gesagt, im nächsten Schritt dazu. Ich möchte eine erste Annäherung wagen und da greife ich auf den guten Aristoteles zurück, der sitzt jetzt bei uns. Ja, wir könnten auch noch die Martha Nussbaum dazu holen, noch andere, die uns da bereichern würden. Aber die und die Bestimmungen kennen Sie alle, aber mir ist wichtig, dass wir uns die nochmal vor Augen führen. Also was wäre denn, was ermöglicht denn, so könnte man erstmal sagen, ein gutes Leben? Was ermöglicht es den Menschen? Naja, wir können zum Beispiel glücklich werden, eigentlich müsste man sagen glücklicher werden. Wir können unsere Persönlichkeit entfalten, wir können selbstreflexiv sein, also ich kann mich zu mir verhalten. Und kann dann in dieser Selbstreflexivität auch erkennen, ob ich zum Beispiel mein Verhalten ändern möchte.
Ich kann mich selbst gestalten. Ich kann, es fiel schon mal das Wort Defizite. Ich kann einfach auch erkennen, dass ich in dieser oder jener Hinsicht auch ein Gestaltungspotenzial habe. Das kann ich doch noch machen. Das kann ich aus mir heraus machen. Wenn wir in die Tradition der Philosophie schauen würden, bis Descartes, ja, was wäre denn dann? Da würden wir sagen, was war das denn das Thema der Philosophie, das Grundthema? Das Grundthema war die Selbsterkenntnis. Ja, und Orakel von Delphi habe ich auch schon dran gedacht, ja, dass man im Grunde sich fragt, wer bin ich, aber nicht in einem rein abstrakten Sinne, sondern wer sich das genau anschaut, heißt es, Mensch, erkenne dich in deiner Endlichkeit, in deiner Sterblichkeit. Weil aus diesem Bewusstsein der Sterblichkeit war es wichtig, dass wir mit unserem Leben etwas anfangen, dass wir dieses gestalten. Und das hatte im Grunde zur Folge, dass jede Selbsterkenntnis damit einhergeht, dass wir auch quasi uns um uns kümmern. Und dazu gehörten Leibesübungen und so weiter, psychische Übungen, möchte ich nicht drauf eingehen. Das, auf was ich hinaus will, ist, dass im Grunde in der Philosophiegeschichte bis zum Aufkommen des naturwissenschaftlich fortschrittlichen Denkens im Zentrum stand, dieses sich um sich sorgen, die Selbstsorge, die immer einherging mit der Fürsorge. Sie kennen das alle vom Flugzeug, ja, was wird gemacht, wird uns vorgemacht, setzen Sie sich erst quasi die Maske auf, um Luft zu bekommen und dann wenden Sie sich noch Ihrem Mitmenschen zu. Also das fing unmittelbar untrennbar zusammen. Also wer ein gutes Leben führen will, mit dem Ziel, möglichst glücklich zu sein, da hätten wir im Grunde diesen einzelnen Komponenten, die wichtig sind. Und die Form des Wissens als Weisheit war natürlich elementar. Und da muss man auch sagen, wir haben ja, es gibt unterschiedliche Wissensformen, darauf komme ich jetzt nicht zu sprechen, aber zwei grundlegende, die Sapientia, das Erfahrungswissen, die Scientia, das wissenschaftliche Wissen. Und letztlich, wenn es uns darum geht, die Technik innerhalb neue digitale Technologien und den Digitalisierungsprozess in der gesunden Weise zu integrieren, geht es im Grunde um die Vermittlung dieser beiden Wissensformen. Und dadurch, dass die Sapientia die Lebenswelt ausmacht, mit der Art von Strukturierung, inhaltlichen Bestimmung, muss es darum gehen, dass letztlich dieses scientiale Wissen in diesen sapientialen Bereich integriert wird. Zwei Punkte noch. Ich habe hier noch gelangt, das gute Leben und der Mensch, äußere Güter, Güter des Körpers. Der Aristoteles dachte, wenn man bitterarm ist, dann wird es schwierig, ein gutes Leben zu führen, mit dem Ziel, glücklich zu werden. Und man bräuchte auch Mitmenschen, also ohne Familie, Freunde und so weiter, wäre das nicht möglich. Und er dachte auch, dass bestimmte eine gewisse Gesundheit erforderlich wäre. Ich möchte noch einen Gedanken dazu hinzufügen. Und zwar, was wir gerne übersehen, das Wort Kontext ist ja heute schon mehrfach gefallen. Und es wurde trotzdem längere Zeit übersehen. Mit einer Tugendlehre, mit einer Tugendkonzeption ist es auch wieder verstärkt ins Zentrum gerückt. Der gute Kant brauchte das nicht, der gute Mill braucht ein bisschen mehr, aber die unterschiedlichen Ethikkonzeptionen sind auch relativ kontextlos, was erst, wie gesagt, durch die Tugendverständnis auch wieder stärker in den Fokus gerückt ist. Das heißt, der Mensch ist mit seiner Geburt in den Kontext hineingeboren, eingewoben, der ihm dann auch Möglichkeiten bereitstellt, seine Fähigkeiten überhaupt zu realisieren. Stellen wir uns vor, wir wachsen im Unrechtsregime auf. Stellen wir uns vor, wir wachsen in Verhältnissen der Unterdrückung auf. Das reicht schon in bestimmte Elternhäuser, wo man gar nicht die Möglichkeit hat, autonom zu werden. Wir werden autonomer vielleicht, wir werden graduell, können wir wachsen, graduell können wir reifen. Aber dieser Kontext ist auch für den Menschen quasi dasjenige, was uns maßgeblich beeinflusst und bestimmt. Und ich finde, allein der Adorno hat es wunderbar gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Wenn wir in falschen Zusammenhängen aufwachsen, wird es uns sehr schwer fallen, ein richtiges Leben führen zu können. Einige haben den Willen, aber wir haben uns auch nie voll und ganz in der Hand. Ja, es gibt wieder Fahrnis-Charakter des Lebens und das kann so schlimm sein, dass wir gar nicht dazukommen, uns zu entfalten. Dann entfalten wir auch an unterschiedliche Grade der Autonomie. Auch das müssten wir mal endlich ausdifferenzieren als in der Philosophie. Und dann, was die Arendt, die hat ja mal davon gesprochen,
dass der Mensch mit seiner Geburt im Bezugsgewebe menschlich mit menschlichen Angelegenheiten eingewoben ist. Ich habe jetzt das daraus gemacht, es gibt kein gutes Leben in einem schlechten Bezugsgewebe menschlich mit menschlichen Angelegenheiten. Wenn man diesen Zusammenhang ernst nimmt, diesen Gedanken, es gibt ein inneres Zusammengehören des Menschen in und mit seiner kulturell geprägten und moralisch durchdrungenen Lebenswelt. Was geschieht dann? Dann verwandelt sich die Frage, macht dem guten Leben mit KI-Systemen, was ja eigentlich die Leitfrage dann ist, in die Frage, wie können wir das Handeln des Menschen mit KI-Systemen so gestalten, dass die Interaktion auch mit diesen digitalen Technologien das Leben des Einzelnen und das Leben aller Menschen, die zu der kulturellen Gemeinschaft gehören, bereichern, fördern und unterstützen. Und das Menschenbild, auch wenn es viele gerne nicht hätten, das hat dabei eine normative Funktion. Insofern es auch für die Orientierung und die Ausrichtung ethischen Handelns leitend ist. Und im Grunde ist es bei jeder Ethik so. Jede Ethik führt ein Menschenbild mit sich, wie umgekehrt quasi jede Anthropologie Relevanz für eine Ethik hat. Ich habe hier einen Kollegen, der leider verstorben ist, wir haben zusammen Eco-Ethiker geleitet, ein Zitat mitgebracht. Ethik als solch ist aber nicht Norm, nicht nur abstrakt, nicht Gebot, kurz gesagt nicht Moralregel. Sie ist eine Sicht vom Menschen, eine Vision vom guten Leben, eine Vision dessen, wie wir leben sollen. Und zwar, ich bleibe bei dem Unrechtsregime, ich bleibe bei Unterdrückungsverhältnissen, wo auch immer, dann bietet die Ethik die Möglichkeit, sich davon zu distanzieren und uns letztlich ein Menschenbild vor Augen zu stellen, für das wir uns einsetzen können und auch sollten. Damit, oder das ist der Hintergrund, könnte man fast sagen, jetzt, oder war für mich das der Gedanke auch gewesen, wie gesagt, eine Ethik zu entwickeln, die genau diesen Anspruch erhebt, diesen neuen Herausforderungen gewachsen zu sein. Wie gesagt, TETS, und darauf komme ich jetzt zu sprechen, Nina. Also, Konturen einer Technoethik. Ich habe versucht, was heute zu kurz kommt, ich sage erstmal das Negative, damit Sie danach vor allem das Positive im Kopf behalten, ja. Also ich habe versucht jetzt angesichts der unterschiedlichen Fragestellungen, die auftauchen im Kontext von einem Digitalisierungsprozess, ich habe es gesagt, ich muss es schärfer sagen, der Entwicklung, Planung bis hin zur Implementierung eines KI-Modells hin zum System und so weiter, mich gefragt, was ist denn da hier alles von, welche Bereiche sollte man denn voneinander abheben, die ich heute nur voneinander abhebe, was ich auch getan habe, ist, wie das unterschiedlich zusammenhängt. Wie hängen denn die unterschiedlichen Bereiche zusammen und wie quasi sind sie untereinander vernetzt? Und das Ganze geht nur interdisziplinär. Wir können nur miteinander versuchen, so eine Technoethik umzusetzen und zu leben. Ich habe gesagt, wir haben quasi das TETS jetzt, wie gesagt, diese fünf Bereiche umfasst. Und ich möchte jetzt im Grunde zunächst mit dem Bereich der Vortechnoethik beginnen. Wofür steht denn die Vorsilbe vor? Naja, im Grunde, wenn man jetzt digitale Technologien in dieser ganzen Prozesskette sieht, von der Planung, Entwicklung, Produktion, Anwendung und so weiter, dann steht die Vortechnoethik bereits am Anfang der Prozesskette, aber sie begleitet ihn im Grunde diesen durch alle oder unterschiedlich, je nach digitaler Technologie, die wir haben, hindurch. Das heißt im Grunde, dieses KI-Modell, und das ist ja das Besondere, das klang hier ein oder andere Mal schon an, ist eben im Unterschied quasi zu der klassischen Technik bereits ein genuiner Gegenstand der Ethik selbst. Das lässt sich im Grunde dadurch, könnte man fast sagen, begründen oder wird sichtbar, dass dieses KI-Modell am Anfang der Planung bereits und der Entwicklung es in sich selbst potenzielle, technisch bedingte Gefahren trägt, die ethisch auch relevant sind.
Ich versuche die These verständlich zu machen durch diese überholte These, könnte man sagen, von der Wertfreiheit von technischen Produkten. Ich mache da gerne dieses Beispiel von einem Messer. Ja, wir haben ein Messer, wann ist es gut? Naja, ein Messer ist gut, wenn es scharf ist und das Gemüse schneidet, dann ist es gut. Also ein Messer ist gut, wenn sein Zweck erfüllt, wozu es produziert wurde, nämlich quasi jetzt hier etwas zu schneiden. Diese These quasi ist, ich muss auch noch ein Gedanke dazu, Entschuldigung, aus so einer Wertperspektive wird dieses Messer selbst als neutral angesehen. Das Messer selbst ist aus einer Wertperspektive neutral, weil es ist ja dann gut, wenn es das tut, wozu es produziert wurde. Es wird im Grunde erst durch die Handlung, die mit ihm vollzogen wird, gut oder schlecht. Wenn ich das Messer zum Gemüseschneiden nehme, ist es gut. Wenn ich das Messer jemandem anderen im Bauch ramme, ist es alles andere als gut. Ja? Das würden wir ablehnen. Dagegen würden wir uns stellen. Das heißt, erst durch die Handlung, die mit ihm vollzogen wird, ist kommt eine Wertung, so könnte ich sagen, ins Spiel. In der Technoethik stehen im Grunde auch oder haben auch Mensch-Maschine-Interaktion eine große Bedeutung. Und sie hat sich aber von dieser Neutralitätsthese verabschieden müssen. Warum? Das KI-Modell, das trägt bereits konstitutiv ethische Probleme in sich, wodurch seine Algorithmen oder der Algorithmus, je nachdem, auf eigenen, unvorhersehbaren, ich sag's sprachlich, Ab- und Irrwegen unterwegs sein könnte. Das heißt, Resultate von der KI könnten im Grunde Ungerechtigkeiten sein, Voreingenommenheiten gegenüber einzelnen Personen oder auch Gruppen. Wir kennen die Beispiele, eins der berühmtesten ist ja Kompass und so weiter. Das heißt im Grunde, dass bereits dieses KI-Modell in einer Technoethik, im Bereich der Vortechnoethik, immer schon auch eine ethische Begleitung, eine ethische Analyse und so weiter mit erfolgen muss, um genau hier sagen zu können, Achtung, bereits in der Planung und Entwicklung gibt es ethische Probleme, die damit einhergehen können. Das heißt, wenn man in der Vortechnoethik explizit das KI-Modell ins Zentrum quasi der Untersuchungen rückt, dann geht es natürlich nur mit technisch-informatischer Expertise, sozioinformatischer Expertise, aber auch quasi damit einhergehend schon diejenigen, die quasi bei der Planung etwas planen und damit den Gegenstand im Auge haben, als auch aus meiner Sicht quasi ethischer Perspektive und. Ich komme zum nächsten Bereich. Und zwar, den nenne ich, Sie haben es gesehen gehabt, die Meta-Ethik-KI. Ich möchte ein Beispiel anführen, um dieses Untersuchungsfeld ein wenig verständlich zu machen. Was wir schon gesagt haben, ich greife es aber hier wieder auf. Sprechen wir über KI-Systeme, dann vermenschlichen wir sie häufig gerne. Sie haben dann einen Lebenszyklus, sie sind autonom und sie sind aufgrund, so könnte man sagen, solcher anthropomorphen Zuschreibung vielleicht sogar vertrauenswürdig. Ja, ich habe mich gefragt, ob wir auch vom vertrauenswürdigen Staubsauger der Mixer reden würden. Ich weiß es nicht, ja, aber es betrifft ja gerade auch KI-Systeme. Spricht man in dieser Weise, was geschieht denn da? In meinen Worten, es geschieht eine Vermenschlichung der Technik. Eine Vermenschlichung der Technik, aber umgekehrt auch eine Vertechnisierung des Menschen, weil sich ja letztlich beides gegenseitig bedingt. Und aus meiner Sicht ist dieser sprachliche Umgang und deshalb dieser eigene Bereich alles andere als eine Nebensache, weil er im Grunde auch immer eine pragmatische Dimension, eine emotionale Dimension und so weiter mit sich führt. Das heißt, im Grunde verwandelt sich dadurch unter der Hand das KI-System von einem technisch-funktionalen Produkt dann auch in ein lebendiges Wesen, das wir vielleicht sogar schützen wollen, behüten wollen und so weiter. Das heißt, im Grunde eine
der Kernaufgaben. Ich habe Ihnen heute nur ein paar mitgebracht für eine Metatechnoethik. Ist es, diesen verborgenen Zusammenhang zwischen dem Reden über die digitale Technologien und KI-Systeme aufzudecken und auch die Auswirkungen der sprachlichen Vermenschlichung der Technik zu analysieren und für eine sachangemessene Sprache einzutreten. Und damit ist für mich so ein weiteres Kernziel einer Metatechnoethik verbunden. Es besteht in der Klärung von Grundkonzepten, die mit Begriffen verbunden sind, also Autonomie, Freiheit, Verantwortung, Akteur, Subjekt. Und ein wichtiger Punkt ist für mich dann auch, um dann sachangemessen über digitale Technologien sprechen zu können, bedarf es auch sachangemessener Begriffe. Ich habe mal einen Artikel in der Frankfurter Rundschau geschrieben, das habe ich da unten kurz angegeben. Ja, der hieß dann auch, das war so ein bisschen ironisch gemeint, ein bisschen nehme ich weg, es war ironisch gemeint, der Titel zumindest, der autonome Luftballon, die autonome Kröte, das autonome Fahrzeug. Weil ich gedacht habe, was ist jetzt alles autonom? Dann kann auch die Kröte autonom sein, der Luftballon erst recht, wenn er da so fliegt mit Helium, die Luft ist super, ja. Ich habe dann versucht, einen Gegenvorschlag zu machen. Also wir wissen ja alle, dass bis zu einem bestimmten Grad wir nicht von autonom, sondern automatisierte Fahrzeuge reden. Das meine ich jetzt nicht. Ich habe vom autonomen Fahren ein Fahrzeug im Blick gehabt. Ja. Ich habe dann den Vorschlag gemacht, von Autonomatisierung zu reden. Es war mal ein Versuch, überhaupt zu sagen, wir müssen versuchen, eine angemessene Sprache zu finden. Es war ein Vorschlag. Ob er so gut ist, weiß ich nicht. Es sollte aber mein Beitrag sein, jetzt darauf hinzuweisen, dass wir, und dass auch das geht nur interdisziplinär, miteinander darum ringen müssen. Das heißt, es sollte semantisch das Automatische von Maschinen in den Begriff einfließen und trotzdem ein bisschen autonom auch schon reinkommen, aber dass dadurch, dass es automatisiert ist, bleibt es halt doch immer maschinell. Ja, das war so mal der Gedanke. Dann möchte ich noch gerne ein Kernziel ansprechen, Klärung von Narrativen und technischen Erzählungen. Man könnte den Forschungsschwerpunkt dadurch vielleicht auch so ein bisschen veranschaulichen, wenn man an eine Äußerung von Ludwig Wittgenstein denkt. Der hat ja gesagt, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt. Wunderbar. Ja, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt. Man könnte auch sagen, unseres Horizontes. Könnte man vielleicht auch sagen. Und dazu könnte ich Ihnen ein Beispiel geben. Ich dachte dann an Flüchtlinge. Ja, Narrativ Flüchtlinge, nicht Narrativ das, sondern Flüchtlingswelle, dieser Ausdruck. Das heißt, wir denken an die Flüchtlinge, die kamen weltweit aus verschiedenen Ländern zu uns und kommen es ja nach wie vor. Und wie haben wir darüber geredet? Welcher Verstehens- und Deutungshorizont geht mit einher? Ich habe das Wort gesagt, Flüchtlingswelle. Und dann dachte ich mir, wir sind im Meer, wir schwimmen im Meer, wir gehen da rein, da kommt so eine Flüchtlingswelle, die nimmt uns mit auf und wir alle miteinander gehen mit dieser Welle, werden es ans Ufer getragen. Ja, das heißt, die Flüchtlinge und wir finden uns jetzt am Ufer vor, nebeneinander, machen da miteinander einen Spaziergang. Ja, könnte ja sein. Sie gucken mich ratlos an, genau. Wenn wir jetzt quasi in die Medien schauen bis heute, dann ist das nicht dasjenige, was damit assoziiert wird. Sondern was denn? Naja, es wird eine Bedrohung assoziiert. Man verknüpft es mit einer Welle, die über uns, die wir am Ufer stehen, hinwegschwappt und uns mitreißt und wir irgendwo dann, keine Ahnung wo, landen, wir sind ohnmächtig. Wir sind ausgeliefert und wir sind verloren. Naja, wir hätten auch davon sprechen können, von Menschen, die Militärdiktaturen entkommen sind. Wir hätten von Menschen sprechen können, die gefoltert wurden, missbraucht und gejagt sind und so weiter. Sie wissen, auf was ich hinaus will. Die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unseres Horizontes. Ich wiederhole das nochmal. Und dann ist genau dieser Gedanke leitend, da in einer Metatechnoethik dieses Gewebe aus Denken, unser Horizont, Verstehenshorizont, sprechen, wie reden wir, appellieren, das macht was mit uns. Ich sage zu Ihnen, da kommt eine Flüchtlingswelle auf Sie zu. Da geht ein Appell aus und der macht mit uns was, der wirkt in uns emotional, der reißt uns buchstäblich mit. Und aber auch unser Handeln freigelegt wird. Wir tun dann was.
Ja, wir agieren entsprechend. Ich könnte noch mehr dazu sagen, dass das aber im Grunde dieses Gewebe in einer Methodtechnoethik freigelegt, kritisch untersucht, auf seine Tragfähigkeit geprüft und auch Alternativen vorgestellt werden. Und auch hier wiederhole ich es, es geht nur interdisziplinär. Ich komme damit zur angewandten Technoethik, die halte ich für sehr komplex. Die würde ich jetzt überspringen in der Hinsicht, dass man sagen muss, dass quasi in der angewandten Technoethik, die kann natürlich sehr viel lernen von der Technikfolgenabschätzung, wie sie heute ja auch gang und gäbe ist. Da können wir einige Methoden übernehmen, die ich für hilfreich finde, aber dass damit im Grunde auch schon quasi es möglich wird, geregelt und nachvollziehbar vorzugehen, um digitale Technologien miteinander zu bewerten und dann darüber zu entscheiden auch, und das liegt bisher in der Hand der Politik, darüber zu entscheiden, ob sie letztlich dann auch quasi eingesetzt werden. Das ist zum Beispiel zumindest bei der klassischen Technikfolgenabschätzung der Fall. Damit möchte ich zum Bereich der Prinzipientechnoethik kommen. Der ist mir besonders wichtig, weil ich mir der Einzelne immer wichtig ist. Der einzelne Mensch auch, natürlich auch alle. Aber Sie kennen vielleicht die wunderbare Unterscheidung, Sie haben das genannt, Herr Bruns, Sie haben den auf den Ricoeur verwiesen, von Paul Ricoeur. Es ist wichtig, gegenüber allen Menschen gerecht zu sein. Dann haben wir alle im Blick, alle. Und dem Einzelnen gegenüber Fürsorge zu leisten. Und das beides muss man aushalten, diese Trennung, und beides ist wichtig. Und wenn wir quasi jetzt eine digitale Technologie in einem Kontext Praxisfeld implementieren wollen, einsetzen wollen, wo es mehr mit einzelnen Menschen zu tun haben, wie ich es vorhin mit dem Pflegeheim gesagt habe, dann brauchen wir eine Prinzipientechnoethik. Die ist mir dann extrem wichtig. Was ist denn überhaupt ein Prinzip? Ja, ich habe hier mal was mitgebracht. Das sind Grundwerte und Grundorientierung, so würde man sagen, die innerhalb eines Praxiszusammenhangs normative Grundüberzeugungen zeigen und bieten. Das habe ich deshalb nochmal so gesagt, weil wir natürlich auch mit Kant eine Prinzipienethik haben und da haben wir es natürlich mit was Universellen, Metaphysischen, Überzeitlichen zu tun. Deshalb habe ich das so nochmal mitgebracht. Ja. Das war der Gedanke. Das heißt, wenn man beispielsweise nicht über diesen oder jenen Menschen, der besonders ist, einmalig ist, einzigartig ist, hinweg urteilen will, dann ist im Grunde eine Normativität auch erforderlich, die nicht über dem Praxisbezug und über dem Menschen auch steht. Und da wird jetzt die Kategorie der Angemessenheit ganz zentral. Wir haben zwei Logiken von der Antike her, in der Philosophie zumindest. Sie können mit quasi Parmenides von Ja und Nein reden, Sein ist nicht. Da, und Sie können im Grunde mit quasi Heraklit eher zu einer Logik auch kommen, die bei Aristoteles ja auch dann ausgeführt wird, die letztlich quasi angesichts, und die ist immer im lebenspraktischen Zusammenhang zu finden, wo sie versuchen, angesichts möglichst vieler relevanter Gesichtspunkte ein Urteil zu fällen, was letztlich der Sache gemäß ist. Und das wird ja im Grunde jetzt hier quasi möglich, das auch zu denken. Wir haben von der Philosophie her hier Möglichkeiten aus einer anderen Form einer Logik, ja, wo ich hatte vorhin das mit dem Pflegeheim mit dementen Menschen kurz erwähnt, da könnte es ja durchaus sein, wenn Sie da eine Roboterrobbe implementieren würden, dass Sie bei einem Menschen spüren, und wer spürt es denn? Doch nicht diejenigen, die implementieren, sondern diejenigen, die dort arbeiten. Wenn Sie dann spüren, hier, dass dieser Mensch ängstigt sich, der hat Angst davor, dann gehört so eine Roboterrobbe nicht in die Hand oder in die Interaktion mit dieser Person. Ein anderer freut sich vielleicht eine Stunde mal hier, diesen Umgang auch zu haben und quasi diese Roboterrobbe bei sich zu haben. Das heißt, es eröffnet sich quasi mit Hilfe dieser Prinzipientechnoethik, also mit diesem Bereich, ein Bewertungsspielraum, in dem man quasi flexible Maßstäbe anlegt.
Ich komme jetzt, ich habe schon auf die Uhr geschielt, ja, ich komme jetzt quasi zu dem Herzstück der Anthropotechnoethik, die im Grunde, deren Ziel es letztlich auch ist, jetzt hier ein Menschenbild quasi freizulegen und immer auch zur Diskussion zu stellen. Und da geht es mir vor allen Dingen darum, den Fähigkeitenansatz, der quasi bei Zen, Aristoteles, Nussbaum und so weiter zu finden ist, für den technisch-technologischen Kontext weiterzuentwickeln. Und leitend ist hier die Intention, ihn, man könnte auch sagen, so zu bedenken und kritisch-reflexiv weiterzubilden und zu formen, dass man mit dessen Hilfe quasi jetzt ein innovatives Instrumentarium zur Bewertung von Mensch-Maschinen-Interaktionen hat. Es ist, und das ist trivial, quasi könnte man fast sagen, das ist fast wie ein psychologisches Grundgesetz, dass man immer eher leichter sagen kann, was man nicht will, als konstruktiv zu sagen, was man möchte. Wie soll es denn aussehen? Das ist immer viel schwieriger, ja. Aber ich habe Ihnen dann, um es uns erstmal leicht zu machen, keine Angst, ich greife jetzt nur 2, 3 Sachen raus davon, überlegt, wo haben wir denn in der Philosophiegeschichte ein Konzept eines Menschen, den man gerade nicht will. Und das ist für den Nietzsche der letzte Mensch. Warum ist der denn so? Naja, weil der im Grunde, man könnte fast sagen, jetzt so vor sich hin dümpelt, bewegungslos ist, könnte man sagen, dem geht es weder gut noch schlecht, ja, der wird einfach geboren, der lebt dann so vor sich hin, der muss quasi keine besonderen Anstrengungen auf sich nehmen, der hat auch keine Ziele vor Augen und so weiter. Das ist im Grunde die Vision, die der Nietzsche damals gezeichnet hat und hat dann sein Gegenmodell vorgestellt, sein Übermenschen. Auf das Konzept gehen wir heute nicht ein. Ja? Das heißt, man könnte auch sagen, das ist eine Vorstellung eines Menschen, der so eine Art Kokon, wie kann man das nennen, des wohligen Selbstvergessens lebt. Nicht Fisch, nicht Fleisch, mir geht es doch gut, bloß keine Anstrengung, alles gut. Ja? Aus so einer anthropotechnoethischen Perspektive wäre es natürlich zu fragen, ob dieses Menschenbild verantwortet werden kann und auch sollte. Wollen wir das denn überhaupt? Ist doch eigentlich nett, oder? Einfach so dahin zu leben, Füß hoch, Chipstüte auf, Fernseher an, ist doch klasse, bloß keine Aufregung. Und dann ab und zu Gläschen Wein, vielleicht auch 2 oder 3 oder ganz viele, ist doch herrlich. Ich glaube, sowas hatte der Nietzsche vor Augen, also ich bin nur bei ihm. Ja? Und dann könnte man doch aber auch ernst nehmen, dass der Mensch geboren wird und stirbt. Das kann man ja ernst nehmen, ja, dass wir Höhen und Tiefen durchstehen müssen, dass wir Krisen bewältigen müssen, dass wir Trennungen und Konflikte durchleben, dass wir uns durchaus vertiefen können, wenn wir das machen, dass wir quasi im Laufe des Lebens, dadurch, wir sprechen davon, eine Persönlichkeit reifen kann. Wenn wir uns darüber verständigen wollen, uns darauf einigen würden, dass wir dieses Menschenbild vorziehen und das wählen wollen, dann würde das gute Leben mit KI-Systemen dazu dienen, diesen Prozess auch konstruktiv und kritisch zu begleiten und zu fördern. Denn im Grunde haben quasi menschliches Handeln mit KI-Systemen stets unbemerkte, bewusste oder auch kritisch reflektierte Rückwirkungen auf den Menschen, die es natürlich zu hinterfragen gibt und zu denen wir uns positionieren müssen. Ich habe Ihnen daher versucht, jetzt mal, auch hier, das zeige ich Ihnen vor allen Dingen, Fähigkeiten vorzustellen. Vorhin wurde von Fähigkeiten und Kompetenzen gesprochen. Wenn ich mich auf Capability Approach von Nussbaum und so weiter beziehe, spreche ich von Fähigkeiten. Da würde ich mal sagen, wir sind dazu fähig, aber ob wir das realisieren können, ist was ganz anderes. Wir sind dazu fähig, uns zu vertiefen und zu weiten. Sie können es sehen, autonom mehr zu werden. Hier ist mir wichtig, den komparativ zu werden, wir werden zu wählen. Wir werden niemals autonom. Widerstände überwinden zu können. Beim Verstehen zum Beispiel, das ist was Wichtiges. Ich versuche was zu verstehen und ich verstehe es nicht. Oder ich versuche was zu lernen und ich kapiere es nicht.
Und jetzt kann ich natürlich, also ich habe ein Projekt, aber das mache ich jetzt, hatte ich das was anderes in China, Sie kennen ja diese Haarreife, ja, wo man zum Beispiel Aufmerksamkeitserkennung hat, aber mit, wenn ein Schüler nicht aufmerksam ist, leuchtet das Display rot, wenn er aufmerksam ist, grün, ist natürlich toll, da kann man interagieren. Und man könnte sich hier auch vorstellen, oder so auch, Sie lernen mithilfe von Eye-Tracking und nach wird erkannt, oder EEG, Hirnstrommessung, wird erkannt quasi, dass Sie jetzt nicht aufmerksam sind. Und was geschieht, ist doch toll, kommt ein Video rein, neue Formel, was auch immer. Und so werden Sie geführt. Sie lernen digital, das ist noch nicht ganz realisiert, aber man ist dabei, das zu entwickeln. Wann das geschieht, weiß ich nicht, aber es wird versucht. Ja. Wenn man diesen Fähigkeitenansatz für eine Technoethik fruchtbar macht, dann kann eine Technologie darauf hinterfragt werden, ob sie quasi in der Interaktion mit dem menschlichen Handeln überhaupt einen Beitrag dazu leistet, dass eine solche Fähigkeit ausgebildet wird und verwirklicht wird. Dann wird es problematisch, wenn man wie ein digitaler Nürnberger Trichter quasi, wenn das das neue Lernkonzept wird. Sondern das heißt im Grunde, mit Hilfe von Fähigkeiten, über die wir uns verständigen, die sind ja nicht in Stein gemeißelt, wird es dann möglich, quasi jetzt hier auch diese Technologien zu befragen. Wecken die schlummernde Fähigkeiten, helfen sie dabei, schwindende Fähigkeiten zu erhalten, verloren gegangene Fähigkeiten zu fördern und so weiter. Ich komme zur Schlussbemerkung. Im Kontext von meinen Überlegungen, Ausführungen, dieses Jahr wird das Buch, denke ich, dazu erscheinen, von TEDS, sind die Überlegungen zu einer technoethischen Erzählung von großer Bedeutung. Warum? Weil letztlich auch quasi dadurch wir uns auf Zukünfte hin öffnen können. Und ich weiß nicht, das Wort Zukünfte ist ja gerade in Ethiken, Grunwald hat es angesprochen, ich glaube der Jannich auch und so weiter, von Relevanz, weil es im Grunde immer Zukünfte realer Möglichkeiten gelingenden und guten Lebens mit digitalen Technologien ist. Es gibt nicht die eine Zukunft, es gibt Zukünfte, für die wir uns entscheiden, wo wir versuchen können, uns daraufhin auszurichten. Ob uns das immer gelingt, wir haben vieles nicht in der Hand. Ich kann quasi Gesundheit wählen, und kann vieles dafür tun, aber ob ich gesund bleibe, weiß ich nicht. Auch das hat der gute Aristoteles gesagt. Und wenn ich jetzt quasi, und da war ich dankbar, froh, dass ich dieses Zitat gefunden habe von dem Boris Herrmann, das war in dieser Gesprächsreise meine Schule des Lebens, und der hat an einer der härtesten Segelregatta der Welt teilgenommen und 45.000 Kilometer zurückgelegt. Ich wusste es nicht, ich habe es so gelesen. Und das hat am Ende quasi gesagt, technische Lösungen alleine reichen nicht. Aber wir müssen dahin kommen, eine Fortschrittsgeschichte zu erzählen, damit die Leute mitgehen und zu Verzicht bereit sind. Die Verantwortung allein dem einzelnen Individuum zu geben, funktioniert nicht. Ganz kurz, Fortschrittsgeschichte. Im Grunde haben wir uns daran gewöhnt, unsere europäische Geschichte als so eine Fortschrittsgeschichte auch zu schreiben. Auch wenn wir, so müsste man fast sagen, alle Kriege der Welt oder alle Kriege, so muss ich sagen, oder Walter Benjamins Deutung des Angelus Novus kennen. Und hier müsste man aber schauen, was Fortschritt heißt. Fortschritt kann im Grunde auch heißen, dass man sich vertieft. Dass man nicht im Grunde fortschreiten im Sinne von optimiert, bessert, steigert, sondern in die Tiefe geht. Das heißt, wir hätten hier im Grunde eine andere Form von Fortschrittslogik im Blick. Dann der Verzicht, auch der Verständnis von Verzicht ist im Grunde umzudeuten, weil letztlich quasi, wenn man sagt, es geht um einen Verzicht, könnte man auch sagen, wir tun etwas aus einer freien Entscheidung heraus. Und das heißt eben dann nicht an der Fortschrittslogik bedingungslos festzuhalten, die eben auf Steigerung, Wachstum abzielt, sondern dass wir uns auf etwas anderes ausrichten. Und bei der Verantwortung, da denke ich eben auch, dass es wichtig ist, dass wir die heutzutage umdenken. Warum? Weil wir letztlich ein Verantwortungsgewebe immer sind,
die das an einer bestimmten Stelle steht, wie wir ja gesagt haben, das gerade bei einer Technoethik, anders gesagt, im digitalen Kontext wir miteinander verantwortlich sind und innerhalb dieses Verantwortungsgewebes Entscheidungen zu treffen. Das heißt im Grunde, derjenige, der eine Fortschrittsgeschichte erzählt, ist auch nicht mehr eine Person. Das ist eine Vielzahl von Autoren und Autorinnen, die sich miteinander dazu entscheiden, dieses zu tun. Ja, ich bin hiermit an mein Ende gekommen, aber ich möchte jetzt nicht verzichten, dir, Nina, herzlich zu gratulieren. Du bekommst dir heute ganz offiziell dann überreicht, ja. Und ich weiß, dass dieser Preis, gerade dieser Preis, deinen Interessen, Wünschen und Zielen entspricht, ja, weil du ja möglichst interdisziplinär auch die Informatik, besser gesagt die Sozioinformatik aufstellen möchtest und über Fächergrenzen hinweg auch wirken willst. Herzlichen Glückwunsch.